auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Dennis gegen Mutschelbach, natürlich Klassenunterschied, da hätte man sich ausrechnen können, dass man heute ausscheidet aus dem Pokal. Ja, ist es trotzdem bitter? Bitter nicht, also ich muss erstmal meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben gut gekämpft, wir haben lange gut mitgespielt, gut mitgehalten, aber im Endeffekt ja, hat man halt den Klassenunterschied gemerkt und dass es 4-1 ausgegangen ist, da bin ich hochzufrieden mit dem Ergebnis von der Mannschaft. Also wir haben uns sehr gut verkauft heute. Ja, das Wetter war heute sicherlich ein weiterer Gegner. Ja, also nicht nur wir haben mit dem Wetter zu kämpfen gehabt, auch andere Mannschaften, aber das muss man halt so mitnehmen. Das ist die Vorbereitung, Sommerzeit, kann man nichts ändern. Aber ja, das Wetter hat uns halt zusätzlich nochmal alles erschwert. Ihr habt schon letztes Jahr einen Umbruch gehabt, diesen Sommer auch etwas. Kannst du mehr darüber erzählen und ja, wie die Vorbereitung läuft? Ja, wir sind halt noch mittendrin in der Vorbereitung. Wir haben jetzt wieder sehr viele junge Spieler dazugekriegt aus der A-Jugend, die sich sehr gut verkaufen, sich super einfinden in die Mannschaft und ja, wir erwarten uns eigentlich sehr viel von ihnen. Was habt ihr euch für diese Saison vorgenommen, beziehungsweise was meinst du, was erreichbar wäre? Die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen, sag ich mal. Ist sehr schwer jetzt zu sagen. Wir gucken von Spiel zu Spiel und was halt am Ende rauskommt, ja, nehmen wir mit. Aber so lange wie möglich um den Aufstieg vielleicht mitspielen, das ist schon unser Ziel. Dennis, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.